Hi Leute und oh mein Gott, willkommen zu diesem Video. Ja, ich lade jetzt noch ein Video hoch, aber es wird so kurz, also nicht so kurz, aber ich habe mich gerade versprochen, sorry. Und zwar muss ich euch was zeigen, worauf ich mega stolz bin. Und zwar das hier. Guckt mal, wie cool. Und das ist alles die Arbeit meiner Heißkleberpistole. Und der ist eine abgeschnittene Toilettenrolle, aber egal. Und zwar ist das mein Anhänger. Ja, ich werde hier wahrscheinlich keine Glieder ran machen, weil ich meine, ich habe ja eins, aber ich weiß nicht, wie ich das ran machen soll. Und ja, ich mache mal Blitz an, damit ihr besser sehen könnt, wie das aussieht. So, ja, hier steht noch die Schrift, aber das werde ich alles mit diesem braunen Papier einkleben. Also ja, ich habe jetzt gar nichts mehr davon. Aber wir werden irgendwann mal wieder, vielleicht übermorgen oder übermorgen, einkaufen. Und dann habe ich das wieder. Und ja, ich fange erstmal mit dem hier an. Und zwar, dass es nicht ranklebt. Und zwar, wenn ich Schleichsättel habe, kann man die hier rein tun. Ja, das ist auch Heißkleber, wie man hier sehen kann. Ja, und zwar kann man hier Sättel rein tun. Hier. Aber ich schneide es nicht auf, weil, guckt euch das an. Hier ist eine Riesenschicht von meinem Heißkleber. Oh, sorry, das war meine Hand und mein Daumen. Ja, deswegen werde ich das dann einfach. Oh Gott, hier ist noch Heißkleber. Ein Heißkleberstreifen. Ja. Oh Gott, so. Ja. Und zwar finde ich den Anhänger mega nützlich. Ja, hier seht ihr nochmal richtig, da ist ja keine Reifen, sonst nix. Und ja, der ist noch nicht ganz fertig, weil hier fehlt noch eine Wand und hier noch die Klappe. Ja, am Ende zeige ich euch nochmal, wie es aussieht, wenn Pferde drin stehen und wartet kurz. Mein Handy spielt gerade. Achso. Nee, das ist hell. So, perfekt. Ja, also wie gesagt, hier kann man Sättel und Trenzen reinpacken. Ich habe, also Trenzen kann man ja ganz einfach basteln. Aber Sättel. Oh, sorry. Geht so. Und ich sehe gerade, hier unten liegt das. Und da sind diese roten Dinger bei mir. Ach Gott, Kamera, ich stelle euch ja. Stellst du bitte scharf? Diese roten Dinger sind bei mir Tomaten. Ja, wie gesagt, hier kann man Sättel reinpacken. Alter, wenn ich die Kamera so hinstelle, dann hält die sogar fast von alleine. Die hält von alleine. Ich lasse gerade wirklich los, Leute. Hallo, sieht man meine Finger? Ja, man sieht meine Finger. Guck mal ganz an der Seite rechts. Und dann sieht man einfach meine Finger. Also mein ein Finger. Meine anderen sind ja hier. Und das ist die Arbeit meiner Heißkleberpistole. Und ich habe dafür vielleicht, keine Ahnung, 3 Streifen oder so verbraucht. Also, ja, 3 Heißkleberstreifen, keine Ahnung. Ja, und so wollte ich das gar nicht, aber hier ist eine mega dicke Schicht Heißkleber. Ja, auf jeden Fall, wenn man noch irgendwas vorbereiten will, kann man sein Pferd hier anbinden. Ich habe hier gerade meine Liebe mit ihren Fohlen. Das Fohlen bleibt ja sowieso da, also deswegen. Und ja, hier ist mein Bein. ja, sie kann man da anbinden. Das finde ich mega praktisch, falls man hier noch die Sättel reinpacken. Bitte Lena, fall nicht um. Ja, ja, sie heißt Lena. Und ja, ich glaube mal wieder eine Minute und 15 Sekunden, aber ich werde ihr gleich einen Halfter anziehen, falls ich eins finde bei mir. Und ja, dann packe ich das hier um und binde sie mal hier an. Und dann wisst ihr, wie es aussieht. Tada, ich habe sie angebunden und ja, jetzt stellt sie scharf. Ja, und es sieht sehr cool aus und ist auch voll praktisch, damit das Pferd nicht weglaufen kann. Und das Fohlen bleibt ja sowieso bei ihr. Ja, und ich habe hier gerade auch Sachen reingepackt. Hier einmal mein Sattelpad. Also eins meiner Sattelpads. Oh Gott, das ist voll schwierig. Hier und so das hier. Gott. Und dann hier noch einmal die Trense, die ich selber gemacht habe. Ja. Und ja. Man kann das Pferd hier auch ganz einfach losbinden, wenn man fertig ist. Und es hier reinbringen. Ja, Leute, ihr habt gerade einen Zeitwerfer gesehen. Wie es hier drin aussieht. Ja,
Hier ist auch ein Kreiskleber. Das sieht man zum Glück nicht so gut. Ja. Da ich euch jetzt den ganzen Anhänger gezeigt habe und weil hier noch etwas gebaut werden muss, kommt jetzt für euch noch ein Mini-Video. Ein Turnier. Mini-Video. Und ja, Leute, ich weiß, lacht mich jetzt bitte nicht aus, aber ich habe keine Fleischmenschen und deswegen nehme ich jetzt Wäscheklammern. Bitte lacht mich nicht aus, und egal da, bitte! Übrigens, ihr könnt mir jetzt in den Kommentaren in den Kommentaren jetzt auch Fragen stellen und ich könnte sie ja dann in einem Video beantworten. Und ich grüße bei einem netten Kommentar mit dem Hashtag, kannst du mich grüßen. Und du wirst vielleicht im nächsten Video grüßt. Und jetzt kommt endlich das Mini-Video, denn ich laber jetzt schon 34 Sekunden. Okay, Leute, ich habe gerade gemerkt, dass ich sie nicht finde und deswegen nehme ich jetzt einfach meine Finger als Männchen. Leute, bitte lacht mich nicht in den Kommentaren auf. Wo willst du denn hin? Na, ich möchte so ein Turnier. Mit welchem Pferd denn? Ich guck mal. Der Anhänger steht da drüben. Hey, warte. Ja, das ist zu peinlich. Ich kann's nicht mehr machen. Ich suche sie jetzt einfach. Verdammt, noch eins. Leute, es tut mir leid, aber ich kann's eh nicht mehr machen. Deswegen nehme ich jetzt einfach keine Menschen mehr. Und ja, weil es ist einfach zu peinlich. Ich kann es nicht mehr machen, Leute. Und übrigens, ich habe jetzt meinen Ring angezogen. Ich kann nicht mit einer Hand zusammenzoomen. Oh, ich hol so. Ja, ich bin 10. Ja, ich werde dieses Jahr 10. Ich nehme jetzt einfach keine Menschen mehr. Oh Gott, ich leg die Fussel. Und, ich nehme jetzt keine Menschen mehr und... Also, ich bin jetzt nach die Pferde und wenn, dann sieht man die Menschen halt gar nicht. Mama, was ist? Wieso warten wir hier? Ich weiß es nicht. Was macht ihr beiden denn hier? Ach, Snoopy, ich weiß es gar nicht. Ich meine, ich weiß auch nicht. Mama hat gesagt, dass... Ich denke, wir gehen auf ein Turnier. Ein Turnier! Schon wieder. Was ist da drin? Das sind Tomaten, die magst du. Snoopy, nein, das sind unsere. Darf ich vielleicht nicht mal probieren? Snoopy, weg da! Verzieh dich, Hunde. Was war denn das gerade für eine Reaktion von Snoopy? Ich weiß es nicht. Warte, Tigi? Ich bin eine Katze. Und wenn Katzen etwas ganz schön gut können, dann ist es fressen, schlafen und klettern. Was ist das denn? Sieht komisch aus. Ah, ich sehe es nicht. Ich gehe mal da rein. Ich bin drinne. Oh mein Gott, zeig mal. Okay, warte kurz. Das ist von innen aus. Ja, ich bin gerade hochgeladen, Leute. Hallo, hier bin ich. Warte, kann man die Kamera... Ach, das ist so schwer. Nö. So, jetzt glaube ich. Ja, jetzt habe ich sie. Jetzt wollte ich gerade schon Snoopy zu dir sagen. Tiggy, komm mal runter. Wieso seid ich? Tiggy, was machst du da? Ich denke, ich habe ein sehr ekliges Problem. Wieso probierst du ja nicht mal? Ja, müssen Katzen so überflüssig sein. Hey, sag mal. Und das sagst du jetzt nicht. Ich schau hier ab. Ich bin zu edel dafür. Ah, da kommt sie. Na komm. Ja, Leute. Die liebe Kathi, also meine Besitzerin, stand in der Kamera. Und ja, Was ist denn los? Komm, ich quetsche mich mal hier durch. Oh Gott, ich hab doch schon gefressen.
dann los. Ich weiß nicht, was ihr habt. Was habt ihr denn? Ich weiß nicht, was ihr habt. Naja, egal, ich hole jetzt mal. Ich gucke jetzt nochmal, ob das Zeug stimmt. Ja, stimmt noch. Ach Gott. So, dann gehe ich mal. Und hole noch etwas. Vielleicht, ich bin ja da und. Hey. Leute, was passiert hier gerade? Hallo, darf ich mal durch? Was habt ihr denn? Wieso hast du denn? Ich hoffe, ich da nicht raus. Was ist denn los? Hier, was ist denn los? Ach so, du möchtest da auch ran, ne? Was können wir da nur tun? Ich meine, Eichstreu habt ihr genug. Ich meine, das ist ja blau, das hält wärmer. Das ist jetzt neu im Shop. Hm? Wow, danke schön. Was? Hinten die Pferde bloß. Schatz, was ist denn los? Ich möchte essen. Essen. Du kommst da nicht ran, ne? Nee, ich komm nicht ran. Du kriegst auch nichts. Ich möchte essen. Ich hab eine Idee. So, was möchtest du? Tomate. So, dann gehe ich mal wieder zurück. Lol. Was passiert hier? Hallo? Ist das... Hä? Was passiert mit euch? Soll ich mal hier? Ich muss das gucken. Wieso nimmst du die... Ah, wie so eine Vogelmutter. Leute, für die, die nicht wissen, was sie gerade macht, sie macht das wie bei den Vögeln, dass, also sie, also die, bei den Vögeln ist es, dass sie Würmer fangen und es ihren Küken in den Mund schieben. Und das macht sie jetzt auch, nur mit Tomaten. Ja, bist du süß. Du bist voll schlau. Voll lecker. Vorher geht das sogar. Mama, nicht so schnell. Ja, Leute, das war's mit diesem Kurzfilm. Ja, Kurzfilm. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen hoch und Abo da. Ja, ich habe ihn jetzt ausgesungen. Ja, Tiggy habe ich aus einem Überraschungsei. Und ich habe sie. Und ich habe den Namen Tiggy von Tiggy Hashtag Love. Ja, ich hoffe. Ja, mit den. Den Hund habe ich mal geschenkt bekommen. Und hier ist ein Fussel. Überall sind Fussel. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und vor allem über ein Abo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich habe das so realistisch wie möglich gehalten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hab euch ganz lieb und tschüss.